Willkommen zurück an diesem schönen Tag in Let's Play Gothic 3. Ich denke mir jetzt, jetzt hau ich wirklich alle Wörter durcheinander. Wir machen uns jetzt auf den Weg in die Hauptstadt Vengard. Darauf haben wir so lange jetzt gewartet. Ich hoffe, wir sind gut vorbereitet. Wir haben ein paar Zauber im Petto. Ich konnte jetzt leider nicht mehr die Zauber an der Innerstatue lernen oder sowas. Hab leider einen kleinen Fehler gemacht und ich musste herausfinden, wo ich nochmal schnelles Lernen lernen kann. Schnelles Lernen kann. Ah, ja, cool. Ja, aber trotzdem machen wir uns jetzt auf den Weg nach Vengard. Und dort werden wir bereits erwartet. Und ich denke mal hier, der Kampf in Vengard wird sich ein bisschen ziehen. Enos! Ja gut, schreien wir mal direkt den Schrein an. Gewähre mir Lebenskraft! Ja gut, ich hatte jetzt nur noch 2 Lernpunkte, das ist natürlich schade. Egal. Besser als gar nichts, sagen wir es mal so. So. Markus. Endlich hat es jemand geschafft. Wir haben so lange auf ein Zeichen von draußen gewartet. Willkommen, Fremde. Was ist hier los? Der Schutzwall des Königs hat die Orks mit uns hier angeschlossen. Die Orks haben die halbe Stadt eingenommen. Wir brauchen Hilfe. Dieser Feuerkelch hier muss zum obersten Feuermagier Charybdo in der Burg des Königs. Jemand muss durch die Stellungen der Orks brechen und die Burg erreichen. Was ist das für ein Ort hier? Es ist der alte Innos-Tempel der Stadt. Wir haben uns hierher zurückgezogen. Wir kommen weder vor noch zurück. Ich muss zum König. Eine ganze Garnison Ork-Krieger steht zwischen hier und der Burg des Königs. Nur ein Wahnsinniger würde versuchen, durch die Stadt zur Burg zu gelangen. Sag mir einfach, wie ich zur Burg komme. Wenn du den Tempel verlässt, dann blicke nach Süden. Die hohen Mauern und Türme gehören schon zur Burg des Königs. Aber um dorthin zu gelangen, musst du durch die von Orks verseuchte Stadt, Fremde. Gib mir den Feuerkelch. In Ordnung, aber sei vorsichtig damit. Lass ihn dir nicht abnehmen. Er ist außerordentlich wertvoll. Was kann man gegen die Übermacht der Orks unternehmen? Gar nichts. Sie haben sich in den Straßen festgebissen wie die Zecken. Angeführt werden sie von 5 Feldherren, die die wichtigsten Stellungen der Stadt besetzen. Man müsste die Feldherren beseitigen, um überhaupt eine Chance zu haben, die Stadt zurückzuerobern. Ich kümmere mich um die 5 Feldherren der Orks. Ich hoffe, dass deine Kampfkraft so groß ist wie deine Überheblichkeit, Fremde. Die Feldherren haben sich in den großen Häusern der Stadt niedergelassen. Viel Glück. Ich hoffe, ich sehe dich in einem Stück wieder. Was ist an diesem Feuerkelch so wichtig? Das fragst du mich? Ich weiß nur, dass die Feuermagier ganz heiß auf die Dinger sind. Ja. Ich habe ja gesagt, Vengard ist ein sehr, sehr hartes Pflaster. Wenn sich hier die Paladine schon in... Ach nö, das kann ich natürlich nicht. Schade. Ist eine große Truhe gewesen, wer das nicht gesehen hat. Vengard ist wirklich komplett von den Orks überrannt. Und hier finden wir wirklich alles an Orks. Ork-Krieger, Ork-Speer, Ork-Schamanen sogar und die 5 Feldherren da unter anderem und die Elite-Krieger. Ja. Der Kampf wird natürlich jetzt gleich beginnen, wenn ich hier die Truhen plündere. Beziehungsweise, wenn ich hier weiter nach hinten in das Gebäude, in diesen Teil des Gebäudes. Der Kampf wird nicht lange dauern! Seht ihr? Ich meine, ich habe jetzt noch meine, die Rebellen hierbei. Jetzt bist du dran. Dir werde ich's zeigen. Ah, scheiße. Jetzt wirst du... Da seht ihr schon. Ich glaube, ich werde... Bluten.
Das sind natürlich jetzt eine Menge. Ja, ich werde jetzt mal in den Schwertkampf übergehen. Das kommt. Hey, was schlägst du noch? Erstmal kurz die Sammel. Ich weiß nur leider jetzt schon, dass einige von meinen Rebellenfreunden gerade draufgegangen sind. Leider. Und es gibt Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt richtig verstehen, während das dieses Gestöhne hier. Hier einen von den Paladinen, den muss ich ins in die Burg bringen. Der muss überleben. Nein, das ist glaube ich sogar der, der da hinten gerade sich am Prügeln ist. Ach, Arschloch. Zack, der hat gelassen. So, dann heilen wir uns mal wieder. Nein. Da ist gerade einer gestorben und ich habe die Waage befürchtet. Ach nee, der lebt noch. Das ist natürlich jetzt ein Elite-Krieger. Komm her, du Hund. Ja gut, das ist cool, ist natürlich, dass die jetzt nicht direkt umkippen. Und mir vom Boden aus den Schlag verwechseln können. Ja gut, da ist leider Georg, genau, so hieß er. Ich will den. Bin ich gut oder bin ich dumm? Weg mit der Waffe! Ja, chill. Meine Fresse, du kannst dich auch ein bisschen entspannen. Ja, geh mal zurück. Oh, schlaf. Ein paar Waffenbündel. Ja gut, hier sind natürlich jetzt ein paar meiner Männer gefallen. Aber mit Verlusten ist zu rechnen. Hier schafft man es leider nie, ohne Verluste hier durchzukommen. Ach, das ist schon wieder so ein verdammter Spiel. Ach Gott, die sind sogar in den Tempel reingegangen. Ihr Hunde. Ach du Scheiße. Da ist ja noch eine ganze Armee. Nein! Fuck you, Mann! Oh, Scheiße. Ach, fuck you. Gut, ich habe natürlich jetzt nur da gespeichert, weil ich habe jetzt gerade die letzten beiden Folgen, also die jetzt gerade laufende Folge und die Folge davor, die habe ich jetzt in einem Zug durch am Laufen, beziehungsweise nehme die gerade auf. Und dementsprechend stehe ich da jetzt gerade noch in Gotha. Und ich glaube... Moment. Kann doch gar nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Oh Gott sei Dank. Wobei, jetzt habe ich mich gerade leicht eingeschissen. Na gut. Nochmal zum König. Kacke. Gut, ich glaube, der Bogen ist jetzt zurzeit etwas effektiver, auch wenn er nicht unbedingt so viel Schaden macht, aber ja. Ups. Enos! Gewähre mir die Herrschaft über das Feuer! Dazu bin ich noch nicht bereit.
Gewähre mir die Kraft deines Segens. Dazu bin ich noch nicht bereit. Ach ja, stimmt, dafür brauche ich ja schnelles Lernen. Dann muss ich erstmal. Das ist kacke. Na gut, ich gehe. Gewähre jetzt erst mal, mir Lebenskraft. Ich gehe jetzt erstmal auf Lebenskraft, weil das benötige ich auf jeden Fall. So, haben wir jetzt 350. Das ist schon recht gut, denke ich. Ich meine, ich werde jetzt zwar nicht mal unbedingt so schnell mit dem Heilen hinterherkommen, denke ich mal, aber wichtig ist erstmal, dass ich hier wirklich heilen kann. So, das haben wir jetzt schon alles gehört. So. Ja, gut, das ist natürlich jetzt. Ich werde dich. Ha! Durchs Fenster erwischt. Bleib stehen, Mama. Ah, verdammt, verfehlt. Gut, ich muss wohl erstmal in die Offensive gehen. Das heißt, Attacke! Ätzend. Ätzend. Mal kurz einen Heiltrank reinstellen. Dem hast du es gezeigt! Das ist ein Flügel hier, ehrlich. Ich schwöre, eigentlich ist es richtig witzig, sich hier herum zu prügeln, aber das ist auch verdammt schwer. Hier, friss meine Klinge, du elender Ochsenbär. Das Schöne ist auch, dass ich einfach eine Erfahrung kriege. Und vor allem, man muss mal überlegen, wie viel Erfahrung ich dann kriege, wenn ich die ganze Stadt hier verbracht habe. Friss meine Klinge, du elender Elite-Krieger. Aber ich werde das so machen, seid mir nicht böse, aber ich werde diese Stadt jetzt nicht komplett mit euch zusammen aufräumen, weil das würde wirklich so lange dauern und ich glaube, ich würde sowieso öfter mal hier wirklich. Und mein Kopf gehört dir. Der gehört eigentlich mir. So. Wie kommen da denn schon wieder die Orks hin? Oder ein Ork. Weil das ist wirklich. Ich werde hier in der Stadt noch ein paar Mal sterben. Es war ein Fehler, dich mit mir anzulegen. Aber ich werde die grundlegenden Sachen werde ich auf jeden Fall noch aufnehmen. Boah, ja, komm her, komm bitte. Komm bitte zu mir, komm. Komm her. Fällt her. Ah, zack. Oh!
Ich habe ja noch so eine so schöne Zauber, habe ich auch. Irgendwo muss hier der scheiß Ork-Schamane noch sein. Ja, Mann. Nein. Dein Kopf gehört. Nein. Ah, verdammte Axt. Ach, ich habe den Schaman verfehlt. Dreck. Ach nee, ne? Ich mach dich fertig. Ich bin hier gar nix, ey. Du bist ein kleiner normaler. Na, Hotel, warte, Würfchen! Verdammt. Gut, da war das Cheaten eigentlich recht praktisch. Wo ich wirklich die Gestorbenen wieder zum Leben erwecken konnte. So. Gut, das wird jetzt natürlich auch eine Sache. Wer sagt's denn? Geht doch! Das wird lange dauern, bis ich das alles hier eingesammelt habe, aber dafür habe ich dann Kohle ohne Ende. Dann bin ich nicht mehr Ole ohne Kohle. Ha, versteht ihr? Ole ohne Kohle. Ha, wer ihn kennt. Weil ich Markus mag, mache ich bei ihm Fernheilung. Gesundheit. So. Ja, gut. Ich werde jetzt aber erstmal hier einen Cut machen, denn, ja. Wie ich euch halt schon gesagt habe, hier in Vanguard, hier ist so viel zum Prügeln und wirklich sehr viel. Hier allein schon da vorne in diesem Gebäude. Jetzt wirst du bluten. Da laufen jetzt wieder keine Ahnung wie viele Orks los. Bleib stehen, Bora. Ja, okay, nur zwei Orks Bleib laufen stehen, da los. Aber trotzdem, hier auf von da bis dahin schon nur. Und dann da vor der Burg und alles mögliche. Ihr werdet das alles auf jeden Fall noch sehen, das verspreche ich euch. Ich werde euch dann zeigen, wie ich mich hier durchgekämpft habe, wie ich alle meine Fähigkeiten zusammengenommen habe, aber während des Kampfes kann ich mich dann halt nicht so gut auf die darauf konzentrieren, was ich sage, beziehungsweise dass ich was sage. Beim Let's Play geht es ja auch darum, dass man ein bisschen erzählt und ihr müsst ein bisschen verstehen, das ist. Ich will euch einiges erzählen und will auch, dass ihr versteht und so weiter und so fort. So, aber ich habe jetzt erstmal genug drumherum geredet. Ich sammle hier jetzt noch ein bisschen ein, mache einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Bis dahin.